Hallo, in diesem Video eine weitere Möglichkeit, Videos von YouTube runterzuladen. Wir haben schon einige Möglichkeiten vorgestellt. Diese ist trotzdem nicht mit den anderen vergleichbar. Wir sind von einem Zuschauer nach der Möglichkeit gefragt worden, wie man mehrere Videos auf einmal runterladen kann. Das hier wäre unsere Antwort. Nun, bevor wir loslegen, der übliche Disclaimer. Wie Sie sicher wissen, dürfen Sie nach deutschem Recht von Videos eine Privatkopie anlegen. Aber wie Sie sicher auch wissen, mag YouTube das nicht so gerne, weil Sie dann eventuell nicht mehr so oft auf sempervideo.de vorbeischauen und eventuell nicht mehr die gute Werbung sehen und insoweit also no tengo dinero for anybody. Insoweit kann es also sein, dass YouTube das Video nicht so toll findet und wir es am Ende wieder runternehmen werden, / müssen. Damit können wir dann auch direkt die nächste Frage beantworten. Für den Google Chrome Browser wird es sowas nicht geben, da Google schon andere Skripte mit gleichem Inhalt regelmäßig von der entsprechenden Website kickt, die sowas auch konnten. Das zeigt es dann also auch durchaus, dass Google-Chrome-YouTube das Ganze durchaus ernst meint. Das Ganze ist wieder furchtbar einfach. Wir starten unseren Standard-Webbrowser, vorausgesetzt es ist der Firefox. Wir gehen über Extras auf unsere Add-ons-Verwaltung. Wir klicken auf Add-ons herunterladen und suchen nach Bulk Video oder Bulk Video geschrieben. B-U-L-K Video. So, in diesem Moment, die Anwendung ist natürlich noch recht neu. Wir finden nur 3 Treffer, aber hier unten steht alle Ergebnisse ansehen, 4 anzeigen. Da klicken wir drauf, denn das Add-on ist derzeit noch nicht freigegeben. Wir scrollen ganz nach unten und finden hier YouTube, BUTUBE-D. Wir klicken auf die Checkbox zum Firefox hinzufügen, erlauben, falls wir gefragt werden, kommt der Software-Installationsdialog, abwarten, jetzt installieren, Firefox neu starten. Nach dem Neustart können wir den Add-ons-Dialog beenden. Springen wir mal direkt zu YouTube, in diesem Fall hier auf unserem Channel. So, auf jeder Webseite, auf der wir sind, können wir einfach rechte Maustaste klicken. Haben wir im Kontextmenü den neuen Eintrag BYTUBE-D und hier einfach alle Videos, die gefunden werden. Einfach mit der Maustaste anwählen, mit gedrückter Shift-Taste fahre ich in diesem Fall jetzt mit der Pfeiltaste gleichzeitig nach unten, dann sind die alle markiert. In dem Moment, wo ich hier auf Start drücke, beginnt der Firefox, die hier runterzuladen. Hier das entsprechende Zielverzeichnis. Hier können wir noch anwählen, ob es MP4 oder Flash da sein soll, beziehungsweise das Format sein soll. Und eben Get High Quality Versions if available. So, ansonsten haben wir hier noch ein paar Voreinstellungen, kann man sich durchaus mal durchlesen. So, in diesem Fall cancel ich das nochmal für denjenigen, dem diese Videos hier nicht genug sind. Der kann natürlich auch hier in der Ansicht auf alle Videos gehen und dann müsste er theoretisch jetzt alle, wie viel haben wir zurzeit? Selbst nicht ganz klar, egal. Nochmal das gleiche in grün. So, okay, zeigt nicht alle an. Wir haben allerdings in anderen Channels das Teil durchaus getestet und da zeigt er dann so an die 100 Videos auf einmal an. Insoweit, wenn fertig, einfach erst anwählen. Start. Und dann fängt er hier an mit dem Standard-Download-Dialog. Die Dateien runterzuladen. Okay.